Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein Influencer wirst. Naja, zumindest geht es um den Effekt der Influenz und dazu habe ich hier eine Influenzmaschine, ein Elektroskop, ein Hasenfell, natürlich ohne den Hasen und einen Stab aus Acrylglas. Bevor wir uns mit der Influenzmaschine beschäftigen, die ist nämlich ein bisschen knifflig zu verstehen, gucken wir uns erstmal an, was eigentlich Influenz ist. Und dazu brauche ich erstmal einen geladenen Stab. Und um diesen Stab zu laden, nutze ich Elektrizität nennt man das. Das kennst du vielleicht, wenn du aus dem Auto aussteigst und dann irgendwas am Auto, was aus Metall ist, anfasst, bekommt man einen elektrischen Schlag. Und was da passiert ist, dass zwei Nichtleiter aneinander reiben. Und genau das mache ich hier. Acrylglas ist ein Nichtleiter, das Hasenfell ist auch ein Nichtleiter. Und wenn ich die aneinander reibe, dann wird das Hasenfell positiv aufgeladen und der Acrylglasstab negativ. Das weiß ich, Spoiler, weil ich das für ein anderes Video auch schon mal gemacht habe. Man könnte es aber relativ einfach nachweisen, und zwar mit einer Klimmlampe. Immer die negative Seite leuchtet, sofern, soweit, so gut. Jetzt habe ich den gerieben, sollte jetzt negativ aufgeladen sein und jetzt komme ich hier in die Nähe von dem Elektroskop und man sieht einen Ausschlag und das, obwohl ich das Elektroskop gar nicht berührt habe. Probieren wir das nochmal, vielleicht klappt es jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, das kann man sehr deutlich sehen, dass ich das Elektroskop nicht berühre, aber trotzdem habe ich einen Ausschlag. Gucken wir mal, was hier eigentlich passiert. Das Elektroskop ist aus einem Leiter. Der Zeiger ist auch aus einem Leiter. Normalerweise funktioniert das Elektroskop so, dass wenn beides gleich geladen ist und der Zeiger ist ja entsprechend leitend mit der Aufhängung hier verbunden. Das heißt, wenn hier Ladung drauf ist, dann ist der Zeiger und die Aufhängung gleich geladen und das stößt sich ab. Ich bekomme einen Ausschlag. Deswegen nutzt man das Ganze, um Ladung nachzuweisen. Wenn Ladung vorhanden ist, habe ich einen Ausschlag. Aber auch, wenn negative Ladung ist ja im Prinzip beweglich, das heißt, wenn ich jetzt hier etwas Positives drauf tun würde, würde entsprechend die negative Ladung hier abwandern. Das Ganze wäre dann sozusagen dadurch, dass die negative Ladung jetzt fehlt, ist das positiv dann geladen und würde das entsprechend auch ausschlagen. So, jetzt ist halt die Frage, warum habe ich hier einen Ausschlag, obwohl ich das doch gar nicht berühre, hier kann doch noch gar keine Ladung irgendwie draufgewandert sein. Das Elektroskop ist in diesem Grundzustand erstmal neutral. Sieht man ja daran, dass ich keinen Ausschlag habe. Wenn ich jetzt allerdings mit etwas negativ geladenem hier in die Nähe komme, dann, hier sind ja überall gleichmäßig Elektronen verteilt und diese Elektronen fangen dann an zu wandern. Das heißt, die negativen Ladungsträger wandern alle in den unteren Teil, da wo sich der Zeiger und diese Aufhängung befinden. Und hier oben fehlen dann die Elektronen, das heißt, hier oben ist es plötzlich positiv und hier unten ist es negativ. Und daher habe ich plötzlich hier unten einen Ausschlag, weil negativ und negativ, das stößt sich ja ab und ich habe meinen Ausschlag. Das bedeutet, dass wenn etwas Geladenes in die Nähe eines Leiters kommt, kann ich in diesem Leiter eine Ladungsverschiebung verursachen.
In diesem Fall kann man das wunderbar sehen. Die negativen Ladungsträger, dadurch, dass die nach unten gehen, habe ich hier meinen Ausschlag. Soweit, so gut. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Influenz ist, wenn sozusagen ein geladener Gegenstand in der Nähe eines Leiters ist, bewirkt das eine Verschiebung der negativen Ladungsträger innerhalb des Leiters. Jetzt schauen wir uns mal dieses spannende Gerät an. Das ist eine, wie ich schon sagte, Influenzmaschine. Und wir schauen mal, wie das Ganze so funktioniert. Dazu drehe ich das Ganze mal und schiebe es mal ein bisschen näher, dass es vielleicht die Kamera sehen kann. Hier sind zwei Plexiglasscheiben. Und auf diesen Plexiglasscheiben ist immer in so regelmäßigen Abständen so kleine Plättchen aus Metall aufgeklebt. Und diese Plexiglasscheiben, wenn ich hier mal ganz bisschen dran drehe, sieht man, dass die sich so gegeneinander drehen. Was hat das jetzt mit Influenz zu tun? Wenn ich das Ganze wieder von der Seite betrachte und mir hier angucke, ich habe dann sozusagen zwei Plättchen gegenüber. Und diese Influenzmaschine, um überhaupt starten zu können, muss eins dieser Plättchen entweder ein bisschen positiv oder ein bisschen negativ geladen sein, um sozusagen diesen ganzen Effekt ins Rollen zu bringen. Ich habe hier mal eine Metallplatte, die ist einfach dicker, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Diese Dicke, die hat nämlich eine ganz wichtige Funktion. Und zwar, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf der von dir aus gesehenen rechten Seite ein Plättchen, sagen wir, ein bisschen positiv ist, dann würde auf dem gegenüberliegenden Plättchen von dir aus gesehen links in diesem Plättchen Folgendes passieren. Sagen wir mal, das wäre jetzt der Querschnitt von dem Plättchen und hier ist jetzt was Positives. Naja, Influenz, das heißt, die negativen Ladungsträger, die würden sich hier auf dieser von dir aus gesehen rechten Seite sammeln. Das heißt, hier wird das Plättchen, wenn das sozusagen einmal der Querschnitt ist, wird das negativ und hier entsprechend durch den Elektronenmangel positiv. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Plättchen, was von dieser Seite her negativ ist und von dieser Seite her positiv ist. So, und wenn ich mir halt andersrum hier hinten das mal angucke, sieht man, gegenüberliegende Plättchen sind miteinander verbunden. Das heißt, wenn jetzt dieses Plättchen, was auf der einen Seite negativ und auf der anderen Seite positiv ist, hier unten vorbeifährt, fährt ja die positive Seite an diesem Abnehmer vorbei. Das wiederum bedeutet, ich habe ja hier einen Elektronenmangel. Und dieser Elektronenmangel versucht sich auszugleichen, indem Elektronen von diesem Plättchen hier rüberfließen zu diesem Plättchen hier. Das bedeutet, das Plättchen, was vorher ja eigentlich neutral war, ist es jetzt nicht mehr, sondern es ist negativ. Und wenn dieses negative Plättchen, beziehungsweise alle anderen Plättchen werden ja dann auch im Prinzip negativ, hier an diesem Abnehmer vorbeifährt, dann können sich die negativen Ladungsträger hier entsprechend sammeln auf diesem Kügelchen. Gut, der Physiker sagt Induktor dazu. Und das Ganze passiert entsprechend mit Elektronenmangel und daher eher dann positiv.
auf der anderen Seite. Deswegen hier der zweite Abnehmer. Jo, was passiert jetzt eigentlich, wenn man das eine Weile macht? Wird die Ladung immer größer und größer und größer. Die kleinen Influence-Maschinen schaffen so um die 40.000 Volt, die größeren bis zu 100.000 Volt. Und ja, wenn man das dann macht, kommt es zum Funkenüberschlag. Das heißt, das Bedürfnis der Elektronen sozusagen, die Ladung auszugleichen, ist so groß, dass selbst die Luft, die eigentlich ein Nichtleiter ist, überwunden werden kann. Und die Elektronen tun dabei die Luftmoleküle zum Leuchten anregen. So, wenn man fertig ist, mache ich die immer gerne wieder zusammen, damit jemand, der nicht dran denkt und hier irgendwas anfasst, keinen Schlag bekommt. So weit, so gut. Das ist sozusagen die Influence-Maschine, beziehungsweise der Effekt der Influence-Maschine.